Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Spyro Dragon Twilight Haybor. Wir sind in der letzten Welt, im letzten Part angekommen. Haben schon das erste Level gemacht. Der letzten Welt. Und ja, ich muss erwähnen, dass es die letzte Welt ist, weil es ist die letzte Welt. So, ich erinnere mich an die Stelle. Wunderschöne Stelle. Bis auf die Gewehre, die gefallen mir nicht. Kabam! Und für ein One-Up? Ernsthaft? Ist das hier Mario Maker oder was? Ach, Granaten, cool. Lange nicht mehr gesehen. Das habe ich lange nicht mehr gespielt. Aber ich erinnere mich schon an ein paar Sachen. Komm her. So. Komm her. Stirb, du. Ah, dich hätte ich beinahe übersehen. Ja, Twilight Haybor ist so aufgebaut, es sieht zwar linear alles aus und so. Aber es gibt sehr viel versteckte Sachen. Man muss sich wirklich genau irgendwo so gucken in diesem Level. Ist halt richtig gemein. Oh, ach, nice try, Bitch. Die haben halt in jeder Ecke irgendwas versteckt. In diesem Level. Man könnte fast meinen, es ist so linear wie ein Crash Bandicoot Level, ja. Nicht Spiel, ein gesamtes Crash Bandicoot Spiel. Crash Bandicoot Spiele sind auch nicht besonders linear, vor allem nicht die neueren. Das erste war schon ein bisschen linear. Aber man konnte auch Backtracking, man musste auch Backtracking machen, um die 100% zu halten. Kosmos, und wann das? Danke, dass du mich befreit hast. Haben wir nicht schon den Kosmos befreit? What? Und der sagt Spyro jetzt nichts, oder was? Stirb! Ja, der ballert erstmal. Schön ballern lassen. Denn er ist geballert. Verballert. Und da müssen wir hoch. Schön springen, damit wir nicht getroffen werden. Ab. Stirb. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist aber etwas. Da geht nach oben. Hier sind Kisten. Schön alles einsammeln. Schön alles einsammeln für die 100%. Es gibt nichts, was du wirklich kontieren kann. Okay, die Brücke. Hier muss jetzt auch gleich ein Supersprint. Ja, eigentlich ist es Supersprint. Wisst was? Oh mein Gott. Nein! 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 Ja, zum Glück war der Weg nicht so weit. Oh nö. Oh mein Gott. Was passiert denn jetzt mit mir? Oh Gott. Boosted ever in will. Hoch. The Sparks. Bisschen genau, wo wir hier hinkommen. Da vielleicht irgendwas. Nope. Hui! Kabam! Nein! Der hat genau dann geschossen. Unlucky me. Holy shit. Dass er genau dann geschossen hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen, oh mein Gott. Hui! Stirb! Ich bin in diesem Level etwas vorsichtig, oh mein Gott. Fucking Granate. Alles klar. Kabam. Alles vorsichtiger mit den Edelsteinen. Hui.
Bam. Okay, gibt's nichts. Achso, ich hab mich gerade gewundert, woher die Granaten kommen. Alle kommen ja von Ionen. Ja, da unten ist ja noch Granatenwerfer. Wenn ich nicht getötet habe, weil ich den nicht mehr töten muss. Unten. Kann ich hin? Nope, hier ist nichts. Da ist aber ein One-Up. Und ich bin zu früh abgesprungen, kann es sein? Nope, ich bin perfekt. Oh Gott! Wie soll ich denn das so machen? Ach. Und nochmal den Super Sprint. Gucken, ob ich das First Try hinbekomme. Wenn ich noch mehr Zeit habe, hier verschwende. Diesen Bereich. Aber und First Try, easy. Aber doch nicht so schlimm, ja, wie am Anfang gedacht. Nice. So läuft das hier im Auenland. Kabam. Dann können wir den Drachen ansprechen. Klitoris. Den haben wir auch schon. Sei auf der Hut vor Nox Truppen, Spyro. Die sollten mal lieber vor mir auf der Hut sein. Kann es sein, dass denen einfach keinen weiteren Namen eingefallen sind und dann einfach den Namen wiederholen? Oder ist es nur ein Bug? Da ist nichts. Nobody's on left and nobody's on right. Okay, we're clear. Malik ist da. Ah, dass mich das nicht getroffen hat. Zu BS. Es ist richtig BS. Wow! Gedodged. Wow, gedodged. Oh mein Gott. Du Fotze! Alles hier ist meins. Die Edelsteine sind meins. Die Drachen hier, die Eier da. Und das ist meins, meins, meins. Ach, noch erwischt. Easy. Alle Memes sind meins. Sogar der Meme da drüben ist meins. Wow! Ah, erwischt. Warte mal, ist das schon das Ende des Levels? Haben wir irgendetwas verpasst? Oder etwa nicht? Wir haben alles. War auch gerade um 8 Minuten. Das ging auch schnell. Ab nach Hause. Oder auch nicht. Naja, ich kann ja nicht alles entscheiden. Okay, jetzt das müsste Nasty Nog sein. Nasty Nog. Und damit haben wir auch diese Welt geschafft. Easy. 300 von 200. Warte mal, ich will noch ein Drache? Hä? Wie kann hier noch ein Drache sein? Nein, ich mach da einfach mal Knessknock. Voll Knocke und so. Oh ja. Letzter Boss. Ah, Ashin. Hallo, Nasty. You can call me Spyro. You can call me Spyro. Absolutely flawless. Absolutely false. Schade, Sparks. Schade. Kannst du dich auch ein bisschen mehr anstrengen? Hui, gedodged.
Messi, du kannst auch mal treffen lernen, leider nicht. Warte. Nein, ich hätte ihn schon wieder beinahe. Okay, ich ruiniere es mir selbst, holy shit. Easy. So, nun kann ich alles checken gehen. Hier ist nichts. Auf der anderen Seite etwas? Nope. Hier noch irgendetwas? Ja, hier. Ab geht's da rein. In die nächste Tür. Nee. Nee. Oh lol. Alter. Ach du Scheiße. Jawohl. Huh. So, jetzt alles auf dem Weg einsammeln. Hier ist der Anfang. Lalalala, ich geh's gemütlich an. Ich kann ruhig Zeit verschwenden. Ich finde, es sind gerade mal 11 Minuten vergangen in diesem Part. Es kann sogar sein, dass das jetzt der letzte Part wird. Weil wir haben alles überall in anderen Welten gemacht. Okay, das war's. Hallo, Nasty. Ich gehe erstmal gemütlich eine Runde. Bevor ich Nasty angreife. Give me that. Man, was soll Nasty machen? Er kann ja nichts machen. Weil er einfach nur scheiße ist. Ist einfach ein scheiße, schwach, schlechteste Boss ever. Und später haben die Bosse ja relativ gut hinbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das späteren Spielen. War immer schon abwechslungsreich. Und naja, es ist halt das erste Spiel. Ja, hat erstmal den Grundstein gesetzt. Und hat damals schon richtig gut gemacht. Na, Nasty, was geht? Halt es aus. Pussy. Well. Well. Ich bin dumm und heiße Nasty. Schlimmster Name, den man niemals geben könnte. Und let's go. Auf dem Weg nach Vatania City. Oh mein Gott, das geklappt hat. Nein! Nee. Nein, das ist nicht, aber ich hab scheiß Kamera. Dann nein. Danke. Nee. Okay, das war ein schlechter Versuch. Oh lol. Was ich da noch erwischt hab. Scheiß Kamera. Na, Nasty, was geht? Lang nicht mal gesehen, Puder. Sollte ich fertig so machen. Diesmal mach ich keine riskanten Sprünge. Lohnt sich nicht. Kann sein, dass der Endboss an einen leichten Gegner Game Over gehe. Oh Leute, das ist nicht erwischt. Wenn wer in der ersten Phase stirbt, der ist komplett boostet. Die zweite Phase ist auch noch.
Okay. Ja, wenn man dumm ist, ist es okay, wenn man da stirbt. Aber andernfalls ist es echt. Hast du erwischt? Oh, da hab ich einmal gerammt. Ramm. Na, Nasty, was geht? Was geht? Woo! Einfach safe spielen. Einfach safe runterspielen. Hopp! Einfach safe. And absolutely flawless. Bam, mein Junge. Los, falsche Richtung. Na genau. Nein, ich bin abgerutscht. Ah, der Pixel des Todes. Kein schöner Pixel. Hab ich getroffen? Bam, einer. Das ist mein Schlüssel. Hast du gehört? Du fort. Übrigens der Grund, warum ich mich beim letzten Abschnitt beeile, ist, weil die Plattform werden immer kleiner. Ja, für alle, die es bei Runden kennen. Die Fans unter euch kennen den letzten Boss in und auswendig, so wie ich. Weil der ist echt nicht schwierig. Das ist mich gerade einfach nur so. Ich stelle mich einfach gerade dumm an. Also schaut euch mal das an, ja? Null Probleme. Oh nein! Sehr viel Zeit gelassen und trotzdem gewonnen. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Ich hab dich ganz vergessen. Was ist mit Gnasty Gnog? Gnasty Gnog? Ist gerostet! Und im Drachenreich herrscht jetzt wieder Ruhe und Ordnung? Ja, fast. Ich muss noch einige Schätze finden. Was wirst du jetzt machen? Mir stehen alle Wege offen. Easy. Kann ich die skippen? Nein? Kann ich die wirklich nicht skippen? Ist euer Scheiß Ernst, Alter! Und kann ich die skippen? Oh, oh na Gott. Wir sind noch nicht mal fertig mit Spyro und schon kommen die Credits. Verschwindet ja so viel Zeit. Ich habe gerade mal 12 Minuten noch für die Folge. Und es kommt noch ein Level, das wir machen müssen. Toll. Dim, 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 dim. Dum, 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 Easy peasy lemon squeezy
Ja, wunderschön. Wie lange dauert es noch? 3 Stunden? Oh, fertig! Cool! Hat ja lange gedauert. Magnus. Usna. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Und was ist hier drin? Ich glaube, das ist Nasty Schatzkammer. Aber die Pforte wird sich erst öffnen, wenn du im Drachenreich alles gefunden hast. Komm wieder, wenn du 100% erreicht hast. Du meinst so wie jetzt? Ah! 100% Leute! Woo! Knastis Beute. Knastis mit K. Knasti Nox. Und next, Knastis Beute, das hat ein ziemlich nerviges Level. Wenn du einmal runterfällst, bist du am Arsch. Ja, du musst wieder alles von voll machen. Ganz hart, oder? Nee, man kann ja so fliegen, wie es geht. Bin ich auf einmal langsam geworden? Warum werde ich manchmal langsamer? Ja, als ob hier nichts ist. Bin ich umsonst hier rumgeflogen. Umgeflogen wie ein Virgil. Hui! Übrigens, unsere Höhe wird davon abhängig, wo wir das letzte Mal abgesprungen sind. Und für alle, die Nasty Spoiler nicht kennen. Hui! Warum fing ich eigentlich so hart nach unten? Das ist ein Spinnkopf. Das ist ein Nee. Au. Die werden wir irgendwann erreichen. Irgendwann. Vielleicht in 100 Jahren. Nein, verkackt. Nee. Bam. Jawohl. Meiner. Du Fotze. Ja, jetzt fängst du wieder damit an. Ihr habt sie gewollt. Nee. Komm, Bang. Haben nur kaputt gemacht, Junge. Hui. Und Schlüssel da hinein. Kapam. Und auf. Da geht's weiter. So, wo ist der nächste Eierdieb? Eierdieb vor allem, weil er auch Eier geklaut hat. Idiot. Oh mein Gott, da hat er mich gejuckt. Oh mein Gott, Max Range. Holy shit. Das war Miroslav. But not Klöße. Ich mag keine Klöße. Klöße schmecken nicht. So wie Käse. So wie eigentlich alles. Was kein Fleisch ist. Weil Fleisch ist geil. Und als ob ich den Schuss nicht eingesammelt habe. I'm only if I can fly. I made the fly infinity sheet. Do 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 do.
Und Schlüssel rein. Katsching. Eierdieb. Schnell hinterher. Junge. Wo ist er hingeflogen? Fucking Eierdieb. Da. Ich werde ihn erwischen. Glaube ich, hat er in eine Richtung fliegen. Wie bin ich so weit nach unten geflogen? Ich werde ihn irgendwann so erwischen. Irgendwann. Als ob er so hoch fliegt. Oh. Und wenn du manchmal so langsam. Gefällt mir nicht so. Wie langsam wir wohnen. Holy shit. Schau da. Schau die. Schau da. Also hab ich nicht erwischt. Ist er wieder? Erwischt. Okay, wo muss ich hinfliegen? Also hab ich nicht erwischt. Aber es ist ganz schön Level dafür, dass die Schatzkammer sein soll. Ne? Und hier kommt der nächste Schlüssel. Geil. Flugzeug! Zeugflug! Oh shit, das war actual knapp. Schon langsam geflogen. 2 Euro. So lobe ich mir das. Immer schon langsam fliegen, so dass man noch nichts machen kann. Dagegen. Dass er einfach wegfliegt. Saubere Idee, 2 Euro. Kann sich nur um Stunden handeln, dieser Flugphysik. Erwischt. Easy. Woo! We did it! Here we go, Chris! Eigentlich soll es andersrum sein. Na egal. Der hat halt Sanic, die schrille Voice. I mean, who wants to stop me?
nobody. Can't stop believing. Give me that money. Money, money, money. That's all you need. Und damit haben wir es geschafft. Das letzte Level. Nachsichtsschatzkammer. Sieht Nastin schön aus? Nee. Mal gucken, wie viel ich aber stopp. Holy shit! So viel lila Edelsteins. Damit sollten wir eigentlich alles haben. Schauen wir nochmal, stand dann 120%. Wir haben alles. Ab nach Hause. Und dämmen. Nicht vergessen, ne? Nicht vergessen zu dämmen. Spyro der Drache. Du hast Gnastic Nog besiegt, die Drachen befreit und alle Schätze im Drachenreich gefunden. Wie fühlst du dich? Einfach großartig, Bob. Und ich freue mich natürlich auch für die Drachenwelt. Natürlich möchte ich nicht für den Rest meines Lebens gegen Nasty Nog und seine Lakaien kämpfen. Was ist ein Lakai? Ach, schon gut. Du weißt, wie es heißt. Jeder gute Kampf erfordert einen guten Gegner. Und ich denke, dass Nasty, trotz seiner Fehler, ein würdiger Gegner war. Und auf geht's! Das Ende habe ich jetzt nicht verstanden, warum er auf einmal, ne, geballert hat. Aber hey, das war's mit Spyro the Dragon. Yay. Musste doch nur eine Folge aufnehmen. Ich dachte, ich müsste zwei Folgen aufnehmen. Aber eine hat anscheinend gereicht. Cool. Spyro, wunderschönes Spiel. Hat's wieder so gut angefühlt, das wieder zu spielen. Vor allem am Jahresabschluss. Ja, heute ist der 10.3. Heute. Naja, meine Freunde. Heute wollte ich eigentlich den Kanal für einen Monat wieder schließen, weil, ne, in einem Monat ist halt das 5. Geburtstag meines Kanals. Nämlich am 10.5., 4., 10.5., ja, genau, mein Geburtstag ist genau der Geburtstag meines Kanals, genau. Nee, das hat mich eigentlich immer gewundert, dass ein Monat vor meinem Geburtstag auf meinen Kanal Geburtstag hat. Naja, was soll ich sagen? Fuck. Ja, also das bedeutet, ich werde jetzt für einen Monat meinen Kanal schließen. Ich werde nochmal ein extra Video machen, keine Angst, für alle, die es nicht gesehen haben, dieses Let's Play. Ah. Und es wird halt ziemlich, das war halt ein schönes Let's Play. Es hat sich einfach gut angefühlt, wieder zu spielen. So ein wunderschönes altes Retro-Spiel muss man einfach auch zwischen zwischen die ganzen HD-Grafiken-Spiele, ja. Und vor allem, weil in diesem Monat, nicht in diesem Monat, in diesem Jahr, im Herbst, auch noch Spyro Trilogy remastered. Also genau dasselbe gemacht wird wie bei Crash Bandicoot. Und ich hoffe, dass sie echt das Spiel gut hinbekommen. Weil Spyro war eines der besten Spiele, die ich jemals kannte. Also Spyro hat schon immer Spaß gemacht. Es gab keinen Moment, wo ich gesagt habe, ach, Spyro ist so scheiße, ich möchte kein Spyro spielen. Ich war traurig, als mein Disc auf einmal nicht mehr funktioniert hat, weil sie zerkratzt war. Ja, komplett unlucky. Aber jetzt, wo ich das Spiel wieder spiele. Ah, das fühlt sich einfach nur gut an. Ja. Ich wünschte, das Spiel würde noch länger gehen. Einfach nur für die guten alten Zeiten. No sheeps were harm doing this. Ach, die guten alten Schafe. A few Norks, but no sheep. Ja. Norks wurden verletzt, aber keinen Schafen. Hey, scheiß Norks. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen, die Folge auch. Ja.
Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Bis dann und ciao. Du Putze!